Herzlich willkommen beim einzigen Ort der Wahrheit in der Welt, Natur, ganzheitliche Naturwissenschaften, Physik plus Chemie plus Biologie inklusive, alle Varianten von Psychobiologien, also auch naturwissenschaftlichen Teilen der Psychologie, Soziobiologien und so weiter. Und das ist, dort ist Wahrheit, überall sonst ist Irrtum. Ja, ganz kurz gezeigt, wir müssen davon ausgehen, dass es wirklich so ist, dass sozusagen hier bei den Klügsten der Welt relativ wenige Irrtümer sind, viele Wahrheiten und hier extrem viele Irrtümer und ganz wenige Wahrheiten. Und dass also quasi sozusagen jede Klugheitsstufe, also quasi jeder IQ-Punktwert seine eigene Weltsicht hat. Und dass von hier nach hier die Irrtümer einfach ansteigen, also und die Wahrheiten abnehmen, beziehungsweise umgedreht, hier in diese Richtung steigen die Wahrheiten an und nehmen die Irrtümer ab. Und so hat dann jede sozusagen Intelligenzquotientenstufe ihre eigene Weltsicht und hat ihre eigenen Prediger, ihre eigenen Buchautoren, die man liest, die eigenen Vortragenden, deren Vorträge man mag und besucht und hört und schaut und so weiter. So dass man sagen kann, das ist ganz normal, dass die Welt daraus besteht, dass leider schon ab hier sozusagen so viel Irrtümer dabei sind, ja, dass es gar nicht lohnt, mit diesen Leuten überhaupt noch zu reden, weil die so weit entfernt jeder Realität sind, so riesige Bildungsmängel aufweisen, ja, dass es überhaupt keinen Sinn macht, so dass es eigentlich unser Ziel darf immer nur sein, hier mit den Leuten zu reden, ja, weil dort haben einige noch die so viel Vorbildung, dass man, und natürlich ist es so, dass die Next Scientists for Future und der Weltrat zusammen ja 23 Professorinnen, ProfessorInnen, DoktorInnen und so weiter, dass wir natürlich sehr guter Hoffnung sind, dass die sozusagen überwiegend voll von Wahrheiten sind und nur sehr wenige Irrtümer noch mit sich tragen und deswegen die einzige Instanz sind, die uns die Welt erklären können auf der Erde sozusagen. Ja, also wir müssen uns darauf beschränken, hier diese Menschen, da einige zu finden und irgendwann darunter auch eine einflussreiche Person zu finden, die also das Ganze dann multiplizieren kann, wenn sie es verstanden hat, teilen kann, streuen kann, multiplizieren kann. Aber noch haben wir diese eine einflussreiche Person nicht gefunden. Ne? Ja, und hier. Dieser ganze Bereich können wir vergessen, weil hier einfach der Irrtumsanteil zu groß ist und der Bildungsmangel und so weiter zu groß ist. Und ja, darauf müssen wir uns beschränken. Ja? Und bitte erstmal wieder hier unten rechts anklicken, Geschwindigkeit schneller stellen, das Zahnrädchen, weil ich ja so langsam rede. Ja, dann gehen wir mal. Sozusagen schauen wir uns mal unsere Tagesthemen an, die wir nachher zu behandeln haben. Ja, Bodo Schiffmann, darum geht es, um die ArtQ 2020 steht hier für die beiden außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschüsse im Jahre 2020. Und dann, ja, gut, gehen wir dann auf die Tagesthemen nachher ein. Erstmal brauchen wir unser Tagesbild für die Kurznachrichten. Ja, so, Moment. Na, warum bewegt es sich nicht? Ja, so können wir es doch lassen, denke ich. So ist ganz schön. Die uns drohende, möglicherweise sogar als Zwangsimpfung kommende Körperverletzungsgefahr sozusagen.
Ja, Angst macht's möglich. Gefährlichkeitsüberschätzungen machen es möglich. Gehen wir mal alles eins nach dem anderen durch. Wir müssen uns immer klar sein, Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer wurden nicht erst bei Corona sichtbar, sondern in der Evolution der Medizin und Pharmazie, die möglicherweise auf bis zu 170.000 Jahre Zeit zurückblickt. Schluck Wasser. War es immer so, dass auf der linken Seite der sich nicht irrende Arzt steht, der in Wahrheiten lebt. Auf der rechten Seite der Arzt, der sich irrt. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es immer auch zu Irrtümern kommen. Es geht nicht anders. Das ist Naturgesetz. Ja? Sonst hätten wir ja nicht zu einer Sache so unendlich viele Meinungen, wenn nicht immer auch Irrtümer produziert, also durch Mutation und Selektion, durch das, den, ja eigentlich durch Mutation, durch Variation sozusagen, Irrtümer entstanden wären. Sonst hätten wir ja nicht so viele unterschiedliche Ansichten zu einem Thema. Die Frage ist nur, warum so viele Irrtümer multipliziert werden. Und das ist eben, dass unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung notwendig der Früharzt, der sich irrt und der Gefahren von Mini-Organismen sozusagen weit überschätzt und die Gefahren von unnatürlicher Ernährung, unnatürlichen Lebensstilen weit unterschätzt, dass immer der die größere Wahrscheinlichkeit hat, Nachkommen zu hinterlassen, denen er natürlich seine Sicht der Welt auch beigebracht hat im Sinne einer Ausbildung, ja, und sozusagen und eben der Vorfahre der heutigen Drosten Lauterbach und Wieler geworden ist, ja. Das heißt also, seit 170.000 Jahren läuft eine Evolution, in der sich vorteilbringende Irrtümer, die das Geschäft von Medizinern und Pharmazeuten ankurbeln, mit deren persönlichen Erfolg ausgebreitet haben in der Evolution, sodass wir also eben auch das Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, zu den vorteilbringenden Irrtümern der Medizin- und Pharmaindustrie gehören. Ja? Und das ist also nichts Neues, sondern das ist hat 170.000 Jahre Geschichte. Na? Ja, dann wurden Leute gesucht für eine Studie Grundeinkommen. Ich glaube, diese Studie ist schon wertlos, bevor sie begonnen hat. Denn die Leute, die daran teilnehmen, wissen doch, dass das bedingungslose Grundeinkommen endlich ist. Eventuell wollen sie auch die Studie beeinflussen, indem sie sich besonders aktiv und besonders den Erwartungen der Untersucher entsprechend verhalten. Soziale Erwünschtheit nennt man das auch und so weiter. Die Frage ist nämlich, wie viel Tausende von Hauptschulabbrecherinnen werden an dieser Studie teilnehmen, ja, und werden sozusagen eventuell dann, vor allem werden die bei dieser Studie dann für jedes Kind auch 1.200 € bekommen, ja, wenn sie nämlich dann 18 Jahre lang, also wenn sie das nämlich lebenslang bekämen, das bedingungslose Grundeinkommen, dann könnten sie sich nämlich richtig darauf einstellen und kalkulieren, aha, wenn ich jetzt 18 Kinder bekomme, sagen wir mal alle 10 Monate ein Kind, dann kann ich sogar vielleicht 20, 21 Kinder bekommen, muss man mal genau ausrechnen. Und dann kriege ich also, sagen wir mal,
ein bedingungsloses Grundeinkommen von 24.000 Euro nur für das Gebären von Kindern. Ja, dann mache ich das doch. Das ist noch ein toller Job, ne? Und in dieser Situation spielt es dann keine Rolle, ob die Kinder relativ verwahrlosen oder sonst etwas, aber es ist einfach ein guter Job für Hauptschulabbrecherinnen. Und diese Schäden wird die Studie natürlich nicht abbilden können, weil dazu müssten wir erst einmal, was weiß ich, eben den Schaden feststellen, den dann eben, was weiß ich, 2 Millionen Hauptschulabbrecherinnen in ganz Deutschland machen würden über das bedingungslose Grundeinkommen, ja. Der volkswirtschaftliche Schaden, der da entsteht. Und deswegen denke ich, dass diese Studie von vornherein wertlos ist, weil sie eben, wie gesagt, sagt, ich habe immer schon gesagt, eine Studie zu machen, die aussagekräftig ist, ist die schwierigste Übung in der gesamten Wissenschaft überhaupt. Und ich fürchte, dass diese Studie schon von Anfang an fehlkonzipiert ist und deswegen auch wieder keinerlei brauchbare Ergebnisse bringt. Interessant ist wirklich für Wissenschaftler nur noch die Frage, ob ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen, ein ganz sparsames, ob das dann die total jede Form der Lebensangst nimmt. Ob das schon zu viel ist, weil vielleicht Professor Panse recht hat und sagt, es gibt so etwas wie eine gesunde Angst und wir sollten vielleicht doch nicht jede Spur einer gesunden Lebensangst völlig wegnehmen, weil das vielleicht doch ein Teil ist dessen, was ein Mensch als Motivation braucht. Ja? Was ich verstehen kann, ist natürlich, dass irgendwelche Demotivation und Frustration und Schikanen durch Arbeitsämter und so weiter natürlich keinen Menschen wirklich positiv motivieren, ja. Aber die Frage ist eben, ob auch ein sehr kleines bedingungsloses Grundeinkommen würde den Menschen alle Ängste nehmen, besonders wenn dann auch noch eine Rechtsschutzversicherung kostenlos mit dabei ist. Schluck Wasser. Aber das ist halt die entscheidende Frage. Grundangst völlig nehmen, positive Effekte? Oder Grundangst völlig nehmen, negative Effekte? Das wäre eine interessante Studie. Aber dazu müsste man Menschen lebenslang dem bedingungslosen Grundeinkommen aussetzen und am besten auch in einem Umfeld, wo alle das lebenslang bekommen, also irgendwie ein Dorf, eine kleinere Gemeinde oder so etwas oder mehrere kleine Gemeinden und so weiter, wo dann alle gleichermaßen lebenslang das bedingungslose Grundeinkommen bekommen und eben auch für alle ihre Kinder, denn sonst ist es doch gar kein realistischer Test, ja? Also wenn ja, das ist ja der Punkt. Ja. Generell ist also ja meine Meinung, dass wir ganz generell, dass es für Kinder keine finanzielle Unterstützung in Zukunft mehr geben darf, dass man das nach und nach ausschleichen muss aus unserem jetzigen System. Ja? Kinder, das ist vielleicht die einzige Moral, die es geben sollte, dass man Kinder dann in die Welt setzt oder sich für ein Kind entscheidet, nach dem Motto, mein Neugeborenes gehört ganz allein mir, und dass dann, also man sich für ein Kind dann entscheidet, wenn man ihm ein gutes Leben bieten kann und wenn das gesichert ist. Ja, und deswegen darf es für Kinder in Zukunft weder in der Afrika-Hilfe noch auch nur einen Cent geben, Hilfe für die Mutter. Also für die Mutter und also für Erwachsene, ja, aber nicht für zukünftige Kinder. Weil dann wird immer nur Leid vergrößert, Elend vergrößert und auch volkswirtschaftlicher Schaden vergrößert. Denn wenn ich dann wenn ich für Kinder Geld gebe, dann ist das ja wie ein erhöhtes Kindergeld.
und quasi eine Kinderkriegprämie. Und das bei Leuten, die kurz vorm Verhungern sind und die nur nicht verhungern, weil, was weiß ich, in der Afrika-Hilfe sie Gelder gespendet kriegen. Das ist nicht sinnvoll, sondern Kinder, die einzige Moral, die sinnvoll wäre auf der gesamten Welt, Kinder, für ein Kind entscheidet man sich nach dem Motto, mein Neugeborenes gehört ganz allein mir und ich entscheide darüber, überleben oder glückseliges Einschlafen. Ja? Entscheidet jede Mutter alleine, ganz alleine. Und dass dann die moralische Entscheidung lauten muss, ich entscheide mich für ein Kind nur dann, wenn ich ihm eine sehr gute Zukunft bieten kann und wenn es keinerlei Unterstützung mehr für Neugeborene gibt, finanzieller Art, keine Gelder dafür gibt, dann wird man sich auch nicht dafür entscheiden. Der einzige Unterschied wäre, dass man Frauen, die Babys bekommen, steuerfrei stellen kann. Aber das sind dann mit großer Wahrscheinlichkeit Leute, die im leistungsfähigen, produktiven Bereich sind, ihrem Kind sowieso etwas bieten können. Und dass da der Staat dann durch Steuerbefreiung und Steuerfreibeträge die Frauen unterstützt, wieder besonders hier wieder Kinder zu bekommen, sodass wir wieder kreative, innovative Unternehmerkinder also bekommen, also Kinder, die selbst was unternehmen, die was erfinden und ja, gucken Sie sich an. Wir haben in Deutschland so fragwürdig, wie solche Persönlichkeiten vielleicht sein mögen, aber wir haben hier in Deutschland keinen Steve Jobs seit langem mehr. Wir haben keinen Mark Zuckerberg, wir haben keinen Bill Gates und wir haben auch keinen, wie heißen die Begründer von Google und so weiter. Also uns fehlen die zündenden Ideen und das liegt daran, dass wir hier einen Kindermangel haben und denn nur Leute mit zündenden Ideen schaffen Massenarbeitsplätze. Für die Leute, die keine zündenden Ideen haben. Und wie gesagt, es kommt nicht darauf an, dass die nicht hier nicht auch Ideen hätten, sondern die Ideen müssen ja immer konkurrenzfähig sein mit den zündendsten Ideen aus aller Welt. Ja? Also, und die kommen dann wahrscheinlich nur aus diesem Bereich der Hochleistungsfähigen einer Gesellschaft. Ne? Ja. So, dann wurde berichtet über die Kurznachrichten, ja, über die Wuhan-Badeparty, ja, alles ohne Masken und so weiter. Ja, also sozusagen, wenn es sich um ein Killer-Virus handeln würde, das in Deutschland, Frau Merkel hat wohl nicht 900.000 Tote befürchtet, sondern angeblich nur 250.000 Tote für Deutschland befürchtet. Also sagen wir mal, also dann zwischen 250.000 und 900.000. Drosten und Bundeskanzler Kurz, deren Zahlen waren eher so Befürchtung Richtung 900.000 für Deutschland. 120.000 für Schweden und Weißrussland und in Schweden faktisch nur 5.700 angebliche Corona-Tote und in Weißrussland nur 600 angebliche Corona-Tote. Wobei in Weißrussland zu vermuten ist, dass sozusagen doch die Medizinindustrie auch sehr stark gekämpft hat, dass die jetzt auch sehr stark mitwirkt am Kampf gegen Lukaschenko, weil natürlich die Erwartungen der weißrussischen Medizin- und Pharmaindustrie natürlich durch Lukaschenko nicht erfüllt wurden, gelinde gesagt, sozusagen auch die geschäftlichen Erwartungen und so weiter. Und deswegen ist jetzt natürlich zu erwarten, dass in Weißrussland eben die gesamte Medizin- und Pharmabranche mit allen Kräften auch mit gegen Lukaschenko kämpft, mit allen Mitteln der Manipulation und der Beeinflussung und so weiter. Ja? Also, weil die ja auch dort das medizinische Personal glaubt an die Allgefährlichkeit des Coronavirus, also auch der Gefährlichkeitsüberschätzung, des vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtums anhängig ist, sozusagen. Ja.
Ja, diese Badeparty zeigt, dass die Menschen eben da ein natürliches Verhältnis zu haben und eben irgendwo schon spüren, das ist ja gar kein Killer-Virus, ne? In Schweden öffnen jetzt sogar die Gymnasien wieder. Ja, das heißt also, es war ja früher nur erste bis 9. Klasse, glaube ich, offen in Schweden, wobei darüber auch schon die Viren Ausbreitungswege zu allen Teilen der schwedischen Gesellschaft hatten, ne? Also dass von daher quasi null Lockdown in Schweden war. Und jetzt öffnen sogar die Gymnasien wieder. Ne? Wahrscheinlich auch wieder völlig ohne Masken in Schweden. Was habe ich da gehört in den Sendungen? Null Masken. Sie können gehen in eine Straßenbahn, null Masken, nirgendwo, ja, also fast null Masken. Also alles völlig, also völlig ohne diese Gefährlichkeitsüberschätzung. Manche mögen natürlich infiziert sein durch die Gefährlichkeitsüberschätzung des Auslandes, aber in Schweden sieht man da nicht viel von da, ja. Ja, also und da entsprechend eben, ich glaube, das war sogar ein Monitorbericht. Das kam in einem Monitor, also öffentlich-rechtlichen Fernsehbericht vor. Hört, hört, also dass immerhin so Teilwahrheiten über Schweden berichtet wurden in diesem Sinne. Ja, also das ist doch mal schon ein, ja, hört, hört, ja, also öffentlich-rechtliches Fernsehen und Teilwahrheiten über Schweden. Toll, ne? Ja, dann in Bild-Zeitung oder so. Ja, vielleicht Bild-Zeitung, weiß ich nicht genau. Eltern. Ja, interessante Idee. Was ist, wenn die Eltern sich entscheiden, ihr Kind in die Schule gehen zu lassen? Stellen sich vor, dann wird über das Kind Quarantäne verhängt. Was dann bedeutet, dass die Eltern nicht mehr das Kind wieder zu Hause ist. Die Eltern müssen sich drum kümmern, können nicht zur Arbeit gehen. Ja, also das kann natürlich auch dazu führen, dass ganz viele Eltern ihr Kind gar aus Vorsicht gar nicht erst in die Schule gehen lassen. Ne? Also auf jeden Fall stecken da jetzt die Eltern in dieser Zwickmühle, so ähnlich wie ich beim Sport. Ne? Wenn ich dorthin gehe und dann in Zwangsquarantäne soll, ne, weil irgendeiner falsch gehustet hat. Oder gar Zwangstest und so weiter. Ja, wir müssen uns den Mainstream so vorstellen, auch die Frau Merkel, so ängstlich, wie sie sich geäußert hat, wieder als stände ein Löwenrudel hungrig vor ihnen. So erleben das die Mainstream-Leute. Sie wissen halt nicht, dass in Wirklichkeit nur ein paar Hauskätzchen sind, die vor ihnen stehen. Ne? Und das ist eben das Dilemma bei einer Gefährlichkeitsüberschätzung. Ja, und ja, Thema war auch in einer Sendung wieder so die Wissenschaftsfreiheit und die richterliche Freiheit. Also noch einmal ganz klar gesagt, na, wenn wir in einem gesellschaftlichen Bereich sogar explizit Narrenfreiheit gewähren, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass sich ein närrisches Geschehen entwickelt und dann ein Narrentum entsteht. Ja? Und deswegen haben wir das Phänomen, dass Richter relativ offen sozusagen aufgrund, immer wenn die Narrenfreiheit herrscht, haben natürlich die Fehlanreize völlig freie Hand. Und dann ist natürlich für den Richter gibt es nur noch den einen Fehlanreiz. Je freundlicher ich mit den Verbrechern umgehe und je mehr ich deren Verbrechertum unterschwellig fördere, ohne es selbst zu merken, je sanfter und verständnisvoller ich mit denen gehe und je weniger hart ich durchgreife, desto voller wird mein Schreibtisch und desto mehr hübsche Assistentinnen kriege ich bewilligt, desto wichtiger bin ich, umso mehr werde ich gebraucht. Und diese Fehlanreize haben dann völlig freie Bahn, wenn ein Richter nicht, wie von uns ja vorgeschlagen wird, durch eine Sicherheitsstimme der Bürger, für die er zuständig ist,
also nicht beurteilt wird, sondern wenn seine Karriere sozusagen, zukünftig müssen die Karrieren von Richtern, Staatsanwälten und Polizistenteams abhängig gemacht werden von den Sicherheitsstimmen als Unterstimmen der Wohlfühlstimme derjenigen Region, für die sie für eine bestimmte Zeit zuständig gemacht wurden. Ja? Und dann müssen die Zuständigkeiten wechseln, dann müssen die für andere Regionen, dann muss man so viel wechseln und austauschen, dass man wieder statistisch dann gut die Sachen vergleichen kann und dann langfristig sozusagen dem Wirken oder dem Tätigsein eines einzelnen Richters gerecht wird, indem man eben statistisch immer wieder Bedingungen schafft, wo dann in der Summe Chancengleichheit nach und nach immer mehr entsteht. Absolute Chancengleichheit wird es nie geben, weil ja nicht jeder Richter zu jeder Zeit in einem bestimmten Distrikt quasi die Fäden in der Hand halten kann. Sondern da muss man abwechseln, da muss man Parallelitäten schaffen und so weiter, so wie man das ja auch beim Unternehmen machen muss, Tandems schaffen, Parallelunternehmen schaffen, Vergleichbarkeiten schaffen, Leistungsranglisten erstellen. Und das Gleiche müssen wir eben für Wissenschaftler und Richter genauso machen. Sonst bildet sich eben Narrenfreiheit und dann geschieht ein närrisches Geschehen. Und ein anderes Wort für närrisches Geschehen in der Wissenschaft ist Elfenbeinturmgeschehen und wieder ein anderes Wort ist Pseudowissenschaften. Ja? Pseudowissenschaften und Pseudowissenschaftliches. Ja, dann haben wir noch einen Kernsatz in den Kurznachrichten. Die Wohlfühlstimme vergisst nicht. Ja? Also während der Wähler durch Versprechen der Politiker vor der Wahl sozusagen wieder positiv gestimmt sein kann und dann die Wahlentscheidung für eine bestimmte Partei fällt und dabei vieles vergessen hat, was in den letzten Jahren passiert ist, vergisst die Wohlfühlstimme nicht. Denn die Werte der Bürger jeder Kommune und jedes Bundeslandes und wenn ganz Europa beteiligt wäre und jedes europäischen Landes, ja, werden ja sozusagen gesammelt oder also werden ja ausgewertet und die Kurventiefpunkte liegen ja immer vor den Augen, klar vor den Augen jedes Wählers. Also in den Fernsehsendungen wie heute und Tagesschau der Öffentlich-Rechtlichen würde dann also ständig immer wieder gezeigt, in regelmäßigen Abständen, wie haben sich die Wohlfühlstimmenkurven und wo sind die Tiefpunkte der Wohlfühlstimmenkurven in dem Bundesland, in der Kommune und so weiter. Und das liegt den Bürgern immer vor, diese Kurvenverläufe sozusagen vor Augen, sodass die sich dann entscheiden, wenn sie selbst zum Beispiel Kommunalwahl machen sollen oder Landtagswahl oder so, dann sehen Sie ganz klar, aha, im Bundesdurchschnitt sehe ich an den Kurvenverläufen, dass die Partei X dem Wohlfühlen der Bürger eher schadet und die Partei Y eher nutzt. Also wähle ich auf keinen Fall die Partei X, sondern nur noch die Partei Y. Und dadurch werden die Politiker jeden Tag bemüht sein, für jeden Bürger ihres Zuständigkeitsbereiches das Bestmögliche zu tun und die besten Berater aus aller Welt hinzuzuziehen, um eben das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und die wirtschaftlichen Daten jedes Bürgers sozusagen insgesamt zu optimieren. Ja? Und dafür, ja, dann weiß der Politiker genau, was er zu tun hat und hat klare, weiß klar,
Ich werde nie wieder gewählt werden, wenn die Wohlfühlstimmen meiner Bürger in den Keller gehen. Ja. Ja, dann haben wir das Thema 4-Tage-Woche wurde aufgebracht. Ja, das ist, ja, die Frage ist, wie viel Leistungsrückgang wollen wir denn noch machen? Ne? Das ist ja wieder kein Zufall, dass das aus einer SPD-Ecke kommt. Ne? Ja, in aller Welt. Wir können gerne, wir wollen ja am Ende wieder auf die 3 Stunden pro Arbeit pro Tag, die der natürliche Zustand wohl des Menschen sein könnten und dürften, nach allen Hinweisen, die wir dazu finden konnten. Ja? Da wollen wir ja irgendwann hin. Aber jetzt, ja, ist das nicht ein bisschen der erste, der 10. Schritt vor dem ersten Schritt? Ja, was, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, werden ja noch weniger Innovationen, noch weniger Erfindungen gemacht, noch weniger Neues entwickelt, was verkaufbar sein könnte und so weiter, ja. Also ich weiß nicht, es könnte natürlich sein, dass wenn nur noch 4 Tage die Woche gearbeitet wird, dass dann plötzlich Ideen sprudeln, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht so ganz daran. Also irgendwie, auf jeden Fall, wir müssen uns doch klar sein, auf der gesamten Erdkugel denken überall die klügsten Köpfe jedes Landes, jedes Kontinents darüber nach, dass sie wieder was Neues erfinden können, das die ganze Welt ihnen abkaufen will. Und so dass dann die Welt nicht mehr in Deutschland kauft, sondern bei denen kauft. Ja? Und wir wollen jetzt weniger arbeiten, um noch weiter zurückzufallen. Oder wie ist das Konzept? Ne? Also, wie gesagt, ja. Also noch mehr Leistungsrückgang, Fragezeichen. Ja, Weißrussland. Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass die weißrussische Medizin- und Pharmaindustrie wahrscheinlich eine Teilkraft des Kampfes gegen Lukaschenko darstellt. Ne? Denn der hat ihnen ja sozusagen das ganze Corona-Geschäft vermiest, ne? Indem er ja praktisch null Lockdown gemacht hat und das Corona völlig ignoriert hat, ne? Übrigens, viele finden die weißrussischen Demonstrationen gut, übersehen aber dabei, dass die alle ohne Masken sind und ohne Mindestabstand, ne? Ja, also, das ist dann wieder kein Problem, ne? Und es fällt auch niemandem auf, dass trotz dieser maskenlosen Demonstrationen dort nicht gestorben wird an Corona. Komisch, ne? Corona hat eben Sympathien für, offensichtlich Sympathien für Anti-Lukaschenko-Demonstranten. Ne? Da hält es sich dann zurück, gell? Da hältst du dich zurück, du Virus, du. Ja, wer es glaubt, wird selig, ne? Ja, und dann haben wir das Thema Lockdown-Verweigerung. Ja, das dürfte eben ein Mitgrund für die. Ja, eben diese Lockdown-Verweigerung von Lukaschenko dürfte eben ein Mitgrund für die Ablehnung gegen Lukaschenko sein. Ja, denn der. Ja, und was man Frau Merkel vorwerfen könnte, bei all ihrer Angst vor vermeintlichen 250.000 bis 900.000 Corona-Toten, je nachdem zu welcher Angstkategorie sie gehört, was man ihr vorwerfen muss, ist vielleicht eine grobe Fahrlässigkeit, nicht die widersprechenden Wissenschaftler zu hören. Warum hat sie nicht, obwohl wir ja alles auch in der Politik informiert haben, die CDU informiert haben, warum hat sie nicht Rat gesucht bei den Next Scientists for Future.de? Warum hat sie nicht bei Bhakti Rat gesucht, bei Dr. Wodak? Ja? Da ist die Frage, ist das nicht grob fahrlässig?
als ob wir noch nie, als ob sie ist in der DDR aufgewachsen, als ob sie noch nie gehört hätte, dass eine kapitalistische Pharma- und Medizinindustrie eventuell nicht immer ganz bei der Wahrheit sein könnte oder sich irren könnte, profitorientiert sein könnte und so weiter. Als ob sie das als DDR-Bürgerin weder in der DDR noch in den massenhaften kritischen Fernsehsendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens der letzten 40 Jahre, 50 Jahre, als ob sie das noch nie gehört hätte, dass man auch zweifeln kann an der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie. Und da ist es dann, erscheint es schon als grobe Fahrlässigkeit, eben weder Bhakti noch Wodak noch und so weiter gehört zu haben, und auch die Next Scientists for Future.de gehört zu haben, das erscheint mir doch grob fahrlässig. Ne? Ja, und dann versuchen natürlich die die unrealistischen Denker bei Klima wieder Land zu gewinnen mit einem Deal-Vorschlag, so quasi. Wir Jungen halten die Corona-Maßnahmen ein und schützen damit unsere Alten. Und ihr Alten gebt uns Klimaschutz als Gegenleistung. Ja, ich fürchte, dass das wird alles nicht kommen, weil ja auch eben, wie gesagt, liebe Klimafans, sage ich mal, eure einzige Chance ist nach wie vor die sofortige Kooperation mit nextscientistsforfuture.de. Ansonsten wird sich da nichts tun. Das sind alles Hoffnungen, die sich nicht erfüllen werden. Ne? Außerdem ist das Klimathema viel schwieriger, tausendmal schwieriger, als ihr denkt. Ne? Das können nur die Besten der Welt lösen und das sind die Next Scientists for Future.de, ja. Gut. Ja. Ja, Bodo Schiffmann, jetzt kommen wir zu den Tagesthemen. Das waren die Kurznachrichten, jetzt kommen wir zu den Tagesthemen. Ja, Bodo Schiffmann. Ja, das ist eben wieder so. Er sprach die Worte aus, betrogen werdet. Das ist zu hart formuliert. Vielleicht maximal grobe Fahrlässigkeit, ja? Aber diese Unterstellung eines strafbaren, betrügerischen Verhaltens geht zu weit. Das ist unerlaubte, leichtfertige Verdächtigung. So etwas ist leider, denke ich, in Deutschland nicht erlaubt. Und da darf sich Bodo Schiffmann nicht wundern, wenn man ihn deswegen im Mainstream völlig ignoriert, weil wer einfach so sagt, betrogen werdet, also damit meint er ja irgendwo, ihr Bürger werdet betrogen, ja, dann ist das ja mehr als sozusagen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger, grober Fahrlässigkeit oder so, ja. Das dürfte man machen. Und deswegen auch den Corona-Ausschüssen kann ich also nur sagen, wenn, dann müsst ihr über das Kla die Klageformulierung grobe Fahrlässigkeit. Weltweit gibt es seit Jahrzehnten eine Diskussion über die Fragwürdigkeiten unserer Medizin- und Pharmaindustrie. Und da ist es dann schon grobe Fahrlässigkeit, wenn man dann nicht die Gegenstimmen, wenn man nicht ganz gezielt nach Gegenstimmen zum Mainstream der Medizin- und Pharmaindustrie sucht, dann ist das politisch eigentlich dann schon grobe Fahrlässigkeit. Ne? Das wäre das einzige Argument, was mir einfallen würde, denn alles andere, ja, ist dann automatisch. Und gegen alles andere zu klagen, ist wahrscheinlich nicht erfolgversprechend, weil wenn jemand wirklich fürchtet, das Rudel,
Das riesige, die riesige, angriffslustige, hungrige Löwenkommune stünde vor einem und es drohen einem 900.000 zwischen 250 und 900.000 Corona-Toten in Deutschland. Dann sind alle anderen Maßnahmen dadurch gerechtfertigt, ja? Aber nicht gerechtfertigt ist das grob fahrlässige Unterlassen der Suche nach aktiven Suche nach Gegenstimmen, wissenschaftlichen Gegenstimmen gegen den Mainstream der Pharma- und Medizinindustrie. Und da hätten wir uns dann nochmal zum zigsten Mal dann auch bei der CDU und in Erinnerung gebracht und dann wären wir gehört worden. Aber so ist das, kann man höchstens eine Klage versuchen über grobe Fahrlässigkeit. Ne? Ja, und darauf fußend natürlich auch eine Entschädigungspflicht des Bundes dann für alle Geschädigten. Ne? Ja, und dann haben wir ja wieder ich will gerade noch mal erwähnen, dass ja außer Schweden und Weißrussland ja noch Hinweise für eine Gefährlichkeitsüberschätzung vorliegen. Und das waren die Länder Finnland. Finnland hat wohl den Lockdown ja schon vor Wochen aufgehoben und dort werden wohl keine Berge von Leichen, Corona-Leichen jetzt berichtet. Also zeigt es, auch ohne Lockdown ist nichts los. Ja? Und in Indien und in Afrika sei auch nichts los, obwohl doch dort das Virus auch völlig freie Hand hat. Ne? So, und dann machen wir jetzt noch den Rest der Tagesthemen. Ja, also, Christian Felber kritisiert ja mit seiner Gemeinwohlökonomie ja völlig zu Recht, dass natürlich die Volkswirtschaftslehre ein wackeliges, großenteils pseudowissenschaftliches Gebäude ist, ja, und so weiter. Und dass eben da die absolute Unfähigkeit vorherrscht zur Selbstreflexion ihrer eigenen Konzeption. Das stimmt alles, aber leider trifft das auch für ihn selber zu, denn auch er versteht nicht, dass auch seine Gemeinwohlbilanz null von dem zentralen Problem der vorteilbringenden Irrtümer lösen würde. Und bevor ich das gleich erkläre, kurz der Hinweis: Fridays for Future habe ich ja eben schon erwähnt, ja, und bin ja schon drauf eingegangen. Also noch einmal, ganz kurz. Der erste Früharzt der Evolution sagt die Wahrheit. Lebt euren naturbelassenen Ernährungs- und Lebensstil mit viel Liebe und so weiter, dann braucht ihr euch um keine Krankheitsursachen Sorgen zu machen. Dann Mutation und Selektion produzieren den ersten Irrtum. Der erste sich irrende Früharzt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne denaturierte Ernährung essen, die ist genauso gesund wie das Naturbelassene. Dadurch essen sich seine Kunden krank und dann irrt er sich noch und sagt, nein, also die wirkliche Krankheitsursache ist niemals das Essen, sondern das sind allmächtige, später wird man sie Viren und Bakterien nennen und so weiter, kleinste Lebewesen, die richtige Killer sind und total gefährlich sind, ja. Und die sind total gefährlich, ja. Und deswegen müsst ihr meine Maßnahmen kaufen, meine ganzen Behandlungs- und Impfungen und Tests und so weiter. Und dieser sich irrende Früharzt, der hat den größeren wirtschaftlichen Erfolg unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung und kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der erfolgreiche Vorfahre von Drosten, Bieler und Lauterbach, in deren Köpfen wir all diese sich über 170.000 Jahre angehäuften, vorteilbringenden Irrtümer finden,
Also müssen wir uns nicht wundern, wenn wir den Mainstream der Medizin und Pharmazie fragen, dann kriegen wir immer Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer zu hören. Und das hätte man eigentlich schon bei der Schweinegrippe begreifen müssen, dass es immer so ist, ne? Grundsätzlich so ist, wo man ja noch auf Dr. Wodak gehört hat, ne? Und wo man auch noch Gegenstimmen zumindest teilweise noch zur Kenntnis genommen hat, ne? Ja, also das bedeutet, Markus Krall und Christian Felber und natürlich auch Fridays for Future unterschätzen also die Gefährlichkeit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung um den Faktor 1000 oder 10.000 oder 100.000. Und ihre Weltsicht ist deswegen jenseits jeglicher Realität und fußt überhaupt nicht in der Realität, sondern nur in Irrtümern. Das natürlich Markus Krall und Christian Felber manchmal noch den einen oder anderen guten Satz sagen, das nehmen wir natürlich gerne zur Kenntnis, aber das nützt ja nichts, wenn das Fundament marode ist. Also das Fundament, auf dem ihr gesamtes Weltbild fußt, ist schon falsch. Falscher kann es gar nicht sein, ne? Ja, dann war es das schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.